diesem unscheinbaren Haus im sächsischen Freital schlägt die Antiterroreinheit der Bundespolizei, die GSG 9, zu. 5 mutmaßliche Rechtsterroristen werden festgenommen. Immer wieder war die Flüchtlingsunterkunft in Freital Ziel rechter Gewalt. Täglich werden Anschläge und Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im Osten Deutschlands gezählt. Im Bericht zur deutschen Einheit ist es aber nicht nur die direkte Gewalt, die die Bundesregierung zutiefst besorgt. Diese Zunahme rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Gewalt bestürzt mich. Es ist mehr als nur ein einfaches Alarmzeichen, wenn Übergriffe und Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft mitgetragen oder stillschweigend akzeptiert werden. Selbst im liberalen Berlin zeigte sich am Sonntag bei der Wahl, die Grenze verläuft zwischen Ost und West. Wie hier im Stadtteil Lichtenberg bekamen die rechtspopulistische AfD und die rechtsextreme NPD besonders viele Stimmen im Ostteil der Hauptstadt. Wir Ostdeutschen haben es selbst in der Hand, ob wir unsere Gesellschaft, unsere Städte und unsere Dörfer beschützen oder ob wir sie dem braunen Spuk überlassen. Ich erwarte schon, dass auch zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer, Gastwirte, ganz klar auch Gesicht zeigen. Weltweit für Aufsehen sorgten die ausländerfeindlichen Pegida-Demonstrationen. Die sächsische Stadt Dresden hat dies bitter bezahlen müssen. Es kommen weniger Touristen, Unternehmen wandern ab. Auch davor warnt der Bericht. Ohne Weltoffenheit hat der Osten Deutschlands kaum wirtschaftliche Zukunft.